Worte haben Macht. In der Gewalt der Zunge ist Leben und Tod. Wir können Leben und Tod sprechen. Und heute sprechen wir über die Nie-Wieder-Liste. Die sieht so aus, von Daniel Exler an der Bibelschule verteilt. Ich habe mir da aber ein bisschen zusätzliche Notizen gemacht. Also, denn im Wort Gottes liegt Kraft für alle deine Probleme. Halte fest, was du empfangen hast. Das gilt bei allem, auch bei Heilung. Ich habe es und lasse es mir nicht mehr rauben, egal was ich fühle. Denn was ich sähe, werde ich ernten. Du kannst das Video vorher anhören über Saat und Ernte. Wenn ich auf Gefühle, auf Angst, auf Zweifel sähe, werde ich genau das ernten. Okay, die Nie-Wieder-Liste. Ich werde nie wieder bekennen, ich kann nicht. Denn ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nach Philipper 4, 13. Ich werde nie wieder Mangel bekennen, denn mein Gott erfüllt alle meine Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, nach Philipper 4, 19. Solange du Mangel bekennst, wirst du welchen haben, Saat und Ernte. Ich werde nie wieder Furcht bekennen, denn Gott hat mir nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Liebe, Kraft und Zucht oder Selbstbeherrschung gegeben, nach 2. Timotheus 1, 7. Liebe rein, Furcht raus, Tausch am Kreuz. Ich werde nie wieder Zweifel und Mangel an Glauben bekennen, denn Gott hat einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Römer 12, 3. Du hast das Maß des Glaubens erhalten, somit hast du den Glauben. Ich werde nie wieder Schwachheit bekennen, denn der Herr ist meines Lebens Kraft. Psalm 27, 1. Der Herr ist meine Lebenskraft. Ich werde nie wieder bekennen, dass Satan in meinem Leben die Oberhand hat, denn größer ist Jesus in mir als der in der Welt. 1. Johannes 4, 4. Pessimistischer Hühnerkreis, Gacker, Gacker, Gacker. Kackere nicht rum, da muss ich auch mich an der Nase nehmen, wie groß der Teufel ist, sondern wie groß Jesus ist in deinem oder meinem Leben. Egal wie die Umstände aussehen, Gott ist größer. Ich werde nie wieder Niederlage bekennen, denn Gott lässt mich alle Zeit in Christus triumphieren, 2. Korinther 2, 14. Natürlich sollen wir einander Sünden bekennen, damit wir geheilt werden, aber hier ist ja was anderes gemeint. Wenn du Niederlagen bekennst, wirst du darin bleiben. Bekenne den Sieg. Ich werde nie wieder Mangel an Weisheit bekennen, denn Christus Jesus wurde mir von Gott zur Weisheit gemacht. 1. Korinther 1, 30. Ich bin zur Weisheit gemacht durch Christus. Alles eine Frage des Glaubens. Wie siehst du dich und wie siehst du den Nächsten? Ich werde nie wieder Krankheit bekennen, denn durch seine Wunden bin ich geheilt worden. Nach Jesaja 53, 5. 5 ist Heilung geworden. Also man kann diese Liste oder auch Bibelstellen wie ein Rezept. Wenn es dir schlecht geht, morgens, mittags, abends. Wenn es besser geht, nur noch morgens und abends. Wenn es noch besser geht, nur noch morgens. Das ist eine Art Therapie. Ich werde nie wieder Sorgen und Frust bekennen, denn ich werfe all meine Sorgen auf ihn, der für mich sorgt. 1. Petrus 5, 7. In Christus bin ich sorgenfrei. Er ist besorgt für mich. Ich werde nie wieder Gebundenheit bekennen, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich werde nie wieder Verdammnis bekennen, denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, nach Römer 8, 1. Ich bin in Christus, deshalb bin ich frei von Verdammnis. Nicht Werke, sondern Erlösungswerk. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Jesus hat dir die Vergangenheitsfehler vergeben, auch die jetzigen und die zukünftigen. Sonst lies mal 1. Johannes 1, Vers 9. Ich werde nie wieder Einsamkeit bekennen, denn Jesus ist bei mir alle Tage bis ans Ende der Weltzeit, nach Matthäus 28, 20. Je mehr du Einsamkeit bekennst, je einsamer bist du. Je mehr du Gemeinschaft bekennst, strahlst du das auch aus. Du bist
erfüllt von Jesus Christus. Er ist immer da. Lebe nicht im Mangel. Die Tür ist sonst zu. Sonst hast du Mangel für Jesus. Ein Wort von Jesus und alles ändert sich. Ich werde nie wieder Fluch oder Missgeschick bekennen, denn Christus hat mich losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Galater 3,13. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams auf mich kommt. Jesu Blut ist stärker als jeder Fluch. Er hat nicht nur Flüche, er hat alles getragen. Alles für uns. Ich werde nie wieder Unzufriedenheit bekennen, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden sein, in welcher ich mich befinde, Philipper 4,11. Ich begnüge mich mit dem, was ich habe, nicht rumnörgeln. Ja, über die Gemeinde und so weiter. Nase nehmend. Ich lasse Freude raus, nicht Nörgelei. Dann, ich werde nie wieder Unwürdigkeit bekennen, denn Jesus wurde für mich zur Sünde gemacht, auf dass ich in ihm Gottes Gerechtigkeit wurde. 2. Korinther 5,21. Er wurde zur Sünde gemacht. Seine Gerechtigkeit hat er dir gegeben. Du bist nicht nur gerecht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, weil Jesus zur Sünde wurde und dir seine Gerechtigkeit gab. Unsere Prägung ist ja oft, ja, ich bin schlecht oder du bist schlecht. Wenn du die Wahrheit der Gerechtigkeit nicht annimmst, spielst du runter, was Jesus getan hat für dich. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wenn es in dir noch komische Gefühle gibt, trainier weiter, weil dann ist noch der religiöse Geist da. Nur im Verständnis, wer wir sind, können wir verstehen, wer Gott ist und wie wir proklamieren sollen. Die Umstände entscheiden niemals über die Wahrheit. Ich werde nie wieder Verwirrung bekennen, denn Gott ist nicht der Urheber der Verwirrung, sondern des Friedens. 1. Korinther 14,33. Ich werde nie wieder Verfolgung bekennen, denn ist Gott für mich, wer mag wieder mich sein? Römer 8,31. Ich werde nie wieder die Herrschaft der Sünde über meinem Leben bekennen, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8,2. Ich werde nie wieder Unsicherheit bekennen, denn der Herr bewahrt mich. Sprüche 3,26. Ich werde nie wieder Versagen bekennen, denn in dem allem überwinde ich weit durch den, der mich geliebt hat. Nach Römer 8,37. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich werde nie wieder Angst vor der Zukunft bekennen, denn wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Nach 1. Korinther 2,9. Halte fest, was du empfangen hast. Wenn du diese Liste möchtest, kann ich sie dir in einer E-Mail anhängen. Meine E-Mail-Adresse ist andrea.k.pfahler@gmail.com. Nochmal, andrea.k.pfahler mit H, also P-F-A-H-L-E-R, @gmail.com. Ich hoffe, es hat dir so viel gebracht wie mir, und diese Nie-Wieder-Liste sollten wir aufhängen, dort, wo wir sie jeden Tag sehen. Es ist ein Übungsfeld. Uns geschehe nach unserem Glauben. Sei gesegnet.